Hatte ich den schon drin, oder was? Ah nein, jetzt hatte ich ihn an. Ich dachte, ich hatte mehr. Der Don Moore und der Simon hat heute Morgen beim Event mitgemacht, oder heute Mittag. Und ja, die waren sehr sympathisch. Da ist zum Beispiel der Simon und der andere ist gerade nicht hier. Okay. Ich gehe mal ölen. Bis später. Ja, ein bisschen Levels haben wir schon bekommen, aber das ist extrem wenig gewesen. Und jetzt müssen wir noch hier... Ja, warten wir noch kurz, bis wir wirklich leveln. Aber das war geil. Oh shit, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht, also... Ja. Aber eben, den Spielen ist eigentlich egal, wie man die Gegner zermanscht oder zerkloppt oder Dauerstand oder so. Sie wollen eigentlich nur eins und das sind die Warzone Points. Hui. Klatsch. Also wirklich. Da muss man wirklich richtig cool drauf sein. Und verlassen. Das kann er mir ja noch so anschreiben. Ja. Gut. Dann, die wissen das wahrscheinlich. Schauen wir kurz. Algoros und Herbert Ford haben sie eingenommen. Seid ihr am Fort zurück erobern? Vielleicht nicht noch mehr, 20 Stück. 7. Ellie Gugma Clan, please. Was ist das für ein Deutsch? Wir müssen, wohin müssen wir? Ah, wir machen die Quests am besten. Eines ist ja hier unten. Eines sogar hier. Junge Zyklop und Pirschen der Geist. Der Pirschen der Geist ist zu stark. Der magische Käfer ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so zu stark. Der Zyklop möchte ich bitte mal finden. Aber es sind wahrscheinlich die, wo hier sind. Da müssen wir eigentlich nicht finden. Ja. Leider habe ich jetzt nichts zum gut die besiegen. Ja, das bringt uns nichts. Aber Käferschwarm. Wir müssen ja noch umskillen. Fast vergessen. Schaffen wir den? Ja, klar. Wir machen auch genug Schaden mit dem Stab. So. Und könnten uns gleich wieder heilen. Aber das Blut haben wir. Schön. Also skillen wir wieder um. Wir leben noch ein bisschen leveln. Wir haben ja dem anderen eigentlich relativ gut geholfen. Leider haben wir nichts bekommen als Item. Aber wenn wir da auch mal so weit sind, dann geht das klar. Dann droppen auch diese Sachen, weil diese waren ja noch sehr schwer, also unmöglich. Und dann droppen sie noch keine Items. Die gingen dann alles zum Barbaren, zum Pharandir. Und ja, ich habe den Schrott bekommen. Aber das ist normal, also. Ich hoffe, ich kann einfach genug schnell jetzt leveln, damit wir immer wieder solche Schlachten machen können. Aber dann auf unserer Seite so viel. Nicht auf der Gegnerseite. So, zurücksetzen. Gut, und jetzt trainieren.
Also zuerst mal Beschwörung. Leiche beschwören. Dämonen herbeirufen. Materielle Bindung. Oder? Ja. Dann schauen wir hier noch kurz. Da müssen wir. Also mal hier Arkane Hingabe. Ne, bringt's nicht. Haben wir hier kein Tempo-Spell? Wir hatten doch irgendwo ein Tempo-Spell. Also hier Drachenblut, ehrgeizige Opferung. Energieleihe, nein. Blitzverherrlichung, Statikfeld. Nein, da ist nichts, da ist nur Angriffsgeschwindigkeit. Hier, Segen, Bärenstärke, gesegnete Waffe, Magieverbannen, Fuchsverstand und Geschicklichkeit, Massenverbannung, Magie. Dann nehmen wir, wie gesagt, hier noch ein paar mit. Statikfeld ist Bewegungsgeschwindigkeit. Machen wir bis zur Eisverherrlichung. Und Kampfmagie. Und dann hier vorne noch diese Sachen. Ja, jetzt haben wir bei einem zu viel. Okay, sehr schön. Dann Käferschwarm, stacheliges Efeu, nein, die machen wir hier hin. Die Beschwörungen machen wir hier hin. So. Dann Eisstabverherrlichung. Ehrgeizige Aufopferung. Und der Rest haben wir nicht. Okay, wir haben genug. Und Gockel, komm raus. Gockel, komm hoch. Wieso eingedöst? Aufgelöst. Eventuell ist er geflogen. Nope. Hm. Was ist mit Farandir? Ich schließe mal Chat, okay. Clan, nur Freaks heute. Ah, neue Party. Also, wir müssen nach Dosi. Autsch. Gehen wir außen herum. Ich finde den Weg einfach ein bisschen normaler, als irgendwie durch den Wald, die überall Steine herumliegen und so. Hier kann man schön geradeaus. Oh, schönes Abendrot. Also heute wurde es leider noch nichts mit der Grafikkarte. Da muss jetzt zuerst abgewickelt werden. Ich brauche ein bisschen mehr Geld, als ich gedacht habe. Weil eigentlich jede Grafikkarte unter 500 Euro ist zu schwach für mich, für meinen PC. Es gibt keine Verbesserung, oder? Und also muss ich über 500 Euro ausgeben. Das ist einfach zu viel, um mit Bar zu bezahlen. Und dann muss ich das noch abwickeln. Ich kann nicht mal irgendwie die Grafikkarte bestellen und per Rechnung zahlen. Kann ich nicht mal. Es wird immer gesagt, ja, da für dieses Produkt gibt es keine Postbezahlung. Und auch keine Kreditkartenbezahlung. Das muss man abholen und so. Ich weiß nicht, wieso diese Geschäfte immer so heikel sind bei großen Zahlungen. Man geht ja auch irgendwie in den Mediamarkt oder in einen anderen Shop. Und holt einen Fernseher oder einen PC komplett und bezahlt mit Bar. Also wieso geht das nicht mit einer Grafikkarte? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber eben. Manchmal haben die Leute einfach Angst, wenn sie etwas bezahlen müssen oder eine Bezahlung abnehmen müssen von einem Verkauf oder so.
Dann sind sie sehr, es darf ja nie gestohlen werden oder so. Weil dann muss man alle wieder anklagen und alles Mögliche. Muss man wieder einen anzeigen oder muss man Phantombilder schaffen. Das ist ja so schwer. Ich würde gerne, also wenn ich jemanden sehe, der irgendwas Böses macht und den es wert ist anzuzeigen, dann würde ich das noch locker machen. Also schwer ist es ja nicht, kurz im Gericht dann noch zusammensitzen und fertig. Aber eben, manche Menschen haben einfach keine Eier. Das sieht man auch hier im Spiel. Aber ist recht toll, dass es hier so viele Leute gibt, die trotzdem noch hilfbereit sind und mir helfen. Und auch merken, dass ich es nicht leicht habe im Internet und auch im Real Life nicht. So, das Huhn ist irgendwie zufällig irgendwo. Es wurde gesagt, es sei am Strand oder irgendwo hinter einer Hecke. Also müssen wir das mal kurz schauen. Ich denke mal, sie ist hier. Da ist sie meistens irgendwo. Oder das ist hier irgendwo. Aber es ist auch nicht hier. Komisch. Da ist ein Huhn. Ist es nicht das? Das ist es ja. Ich muss es vernichten. Greif es an. So, jetzt ist die Zeit vorüber. Oh, ein Schaden. Shit, ist die stark. Frau Henne, sie sind ein bisschen schwach. Die Kamera hat wieder Probleme. Ach komm schon. Jetzt kann ich wieder natürlich nicht reiten. Ist ja immer dasselbe. Diese Zeiten sind völlig blöde. Das kann man auch anders nehmen, also übernehmen und nicht mit warten. Zum Beispiel, dass man nach dem Pferd runter oder aufsteigen ein bisschen langsamer ist oder so, aber nicht warten, also bitte. Das ist für kleine Kinder. Nicht mal für die. Okay, irgendwie ist es jetzt wieder plötzlich leiser geworden. Die Musik habe ich eigentlich nur leiser gemacht heute Morgen. Oder ausgemacht. Weil mich die einfach auf den Geist, auf den Zeiger geht. Und sie zu laut ist, also zwischen lautlos und zu laut, zwischen lautlos und man hört etwas, ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und viel zu laut. Darum habe ich sie ausgestellt. Aber vielleicht, wenn ich das neue Headset habe, nicht mehr. 14 Ork-Krieger, Gott, oh Gott. Jetzt muss ich hier wieder etwas nehmen, wahrscheinlich. Hier. Ja. Und wohin? Da schauen wir mal. Nach vorne, okay. Gehen wir nach vorne. Was ist eigentlich mit dem Clan? Vorher waren so viel online und jetzt sind plötzlich viel offline. Komisch. Da können wir beenden. Okay. Jetzt sind wir zu weit. Ja, bist du einfach neben mir durchgelaufen. Geht doch mal gar nicht. Gut. Und jetzt? Wieder zurück. Heute habe ich erst gesehen, wie gut Quests gehen können. Bei Fable The Lost Capture oder so. Hat es richtig gute Quests. Wieso nicht hier? Wieso denn nicht hier? Das wäre doch so cool. Und heute Morgen haben wir im Chat diskutiert, wie man Regnung eigentlich ein bisschen helfen könnte. Und
Man könnte hier auf YouTube oder irgendwo anders einen richtigen Aufstand aufzetteln, damit die Entwickler mal gezwungen werden, das Spiel zu verbessern. Das wäre doch mal richtig cool. Also wer mitmachen will, schreibt es unten in die Kommentare und ich werde euch natürlich dann mit einbeziehen beim Verhandeln. Und vielleicht kann ich ja das Zeugs auch bald mal mit Mitspieler Finanzen und andere Finanzen kaufen und dann kann ich es irgendwo einem deutschen Entwickler verkaufen, der wirklich mal richtig was entwickelt, oder? Weil so ein Spiel, vor allem das PvP, ist echt gut. So ein Spiel hat Potenzial. Also wieso wird nichts gemacht? Also da verstehe ich jetzt von vorne bis hinten nichts. Drohnenwespe. Grüne Drohnenwespe. Die wahrscheinlich da. Ja. Oh, bald wieder ein Level. Nicht schlecht. Und los. Das tönt. Hier ist auch noch eine Drohnenwespe. Das sieht cool aus, so mit Karnevalsanzug. Und hier noch mit dem mit dem Licht. Oh, und heute Abend ist heute Abend. Ja, heute Abend ist dann der 25. Also nach 12 Uhr. Und das heißt, Diablo Reaper of the Souls kommt raus. Bei mir leider noch nicht. Ich bekomme es erst am Nachmittag oder am Vormittag. Aber dann geht es los mit dem Let's Play. Und ich habe ein bisschen Abwechslung. Aber bei euch geht es wie gehabt weiter. Bei Regnum. Ja, und können dann, wenn ihr Lust habt, bei beiden viel Spaß haben. Ich schaue mir auch die Videos manchmal wieder an und sehe manchmal, wie ich mich eigentlich verbessere, wie gut ich werde, wie ich mehr Sachen mache und auch erfahrener werde. Und ja, richtig geil. Also es empfiehlt sich bei mir auch alte Videos anzuschauen. Die sind jetzt nicht so viel schlechter, aber sie haben auch so ihre Vorteile und man kann dann sehen, wie ich mal vor einem Jahr oder so noch Regnum gespielt habe, mit wem ich Regnum gespielt habe damals und so weiter. Also wenn ihr schauen wollt, wie ich bei Clan Déjà Vu bin, dann schaut mal so zwischen Part 80 und 130 vorbei von der ersten Staffel. Und ja, das seht ihr, haben wir ein paar Reis-Sachen gemacht in der Warzone und so weiter. Waren das südliche Wälder müssen wir, okay. Tag der offenen Tür in Eferias. Südwestlich in Eferi, Fast Dawn ist angeschlagen. Schauen wir mal, was das Reich so macht. Es sind immer noch diese zwei und Eferias wird alles gestohlen. Mist. Ah, jetzt geht dieses Relikt rüber zu den Alsen. Nicht gut. Aber eben, es macht niemand etwas. Es macht wirklich niemand etwas momentan.
alles in denen der Drachen besiegen, offline, AFK oder irgendwas sonst. Aber geholfen wird leider nie. Ach, ich würde so gern helfen. So gern würde ich helfen. Aber eben, es geht nicht. Ich bin noch so jung. Ich bin noch unterjährig. Große, sehr große Wespe. Gigantische Wespe. Und wo sind die sehr großen Wespen? Dort sind noch ein paar sehr große Wespe, aber nur eins. Nur eine Wespe. Dort ist dann noch eine. Immerhin. Und wie viel? 7. Die ganze Farbe ist irgendwie komisch hier.